Hochzeitsplaner wurde ich aufgrund einer Hochzeit, wo ich selbst als Gast gewesen bin. Das war alles so ein bisschen chaotisch. Der Bräutigam war sehr überfordert und am nächsten Tag, als wir beim Frühstück saßen, habe ich ihn gefragt, du, warum hast du dir keinen Hochzeitsplaner genommen? Und dann fragt er mich ganz seltsam, was ist denn eigentlich ein Hochzeitsplaner? Er war schon etwas älter, ja. Und dann habe ich ihm das erklärt und dann sind wir so zum Punkt gekommen. Damals befand ich mich noch in der Ausbildung. Und so beschloss ich, Hochzeitsplaner zu werden. Zwei, drei, vier? Ja, bestimmt. Ja. Super, danke. Also die wichtigste Aufgabe ist natürlich die perfekte Organisation des Abends. Dass alles gut strukturiert ist, dass der Abend gut harmonisch geplant ist, dass man Höhepunkte hat, Pausen hat, dass man Zeit zum Tanzen hat und so weiter. Das Zweite ist, dass es vor dem Abend das Durchführen durch den großen Preisdschungel, weil es gibt ja ein Überangebot an Leistungen und meine Aufgabe ist es, das auszuwählen, was das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat und auch noch das, was das Paar in Wirklichkeit braucht. Die dritte Aufgabe ist, die persönliche Beziehung zum Paar aufzubauen, denn es sind sehr starke Emotionen im Spiel, ganz besonders am Tag der Hochzeit. Das Paar ist angespannt, es läuft teilweise sehr turbulent ab und so weiter und meine Aufgabe ist es, das Paar zu beruhigen, denen das Gefühl zu geben, dass die sich entspannen können. Das ist im Prinzip so das Schöne am Tag, wenn ich merke, oh, das gelingt mir, das Paar fühlt sich wohl und was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen in dem Moment gerade. Im Normalfall läuft das so ab, dass das Paar zu mir Kontakt aufnimmt, entweder telefonisch oder per E-Mail. Wir vereinbaren einen Termin. Meistens findet der bei denen zu Hause statt oder in dem Lieblingscafé. Da gehen wir eine Checkliste durch, wo ich alle Wünsche des Paares aufschreibe. Ich bringe auch noch ein paar Ideen mit ein, dann folgt ein Angebot. Und wenn das zusagt, dann geht die Hochzeitsplanung los, wir unterschreiben einen kleinen Vertrag und dann geht's los. Im Normalfall sind es 6 bis 12 Monate, die benötigt werden, um eine Hochzeit zu planen. Diese Zeit ist vonnöten, weil eine Veranstaltung, ein Event, eine Hochzeit, die reift mit der Zeit. Und so entwickelt sich ein wunderschönes Konzept, was perfekt auf das Paar zugeschnitten ist. Die meisten Ideen kommen eigentlich über mich. Natürlich gibt das Brautpaar die Richtung vor. Ich liefere denen Vorschläge und die wählen sich die Vorschläge aus, die denen am besten zusagen. Jetzt zum Beispiel, wie man das jetzt hier in dem Hintergrund sehen kann. Diese Sache ist auch erst mit der Zeit entstanden. Am Anfang war ein Schloss als Idee angedacht. Es sollte klassisch sein, ein bisschen barock in die Richtung. Rausgekommen ist was ganz anderes. Rausgekommen ist eine moderne, leichte, eine sehr emotionale Hochzeit. Wir haben hier zum Beispiel die Flying Steps auf der Bühne gehabt. Der Eröffnungstanz wurde von den Tänzern mitbegleitet. Die Deko ist höchst modern, sehr amerikanisch. Solche Sachen kommen eigentlich mit der Zeit und entwickeln sich. In 10 Jahren. In 10 Jahren wünsche ich mir zwei Kinder und zwei Kinder, die einen Hundewunsch haben. Weil dann habe ich endlich mal einen Hund, den ich damals nicht bekommen habe.